Die Frage lautet, welche vertikalen Finanzierungsgrade kennen Sie? Wo sind wir? Wir sind im Prinzip in der Bilanzanalyse. Man kann das auch unter der Überschrift oder im Fach Finanzierung fragen und erläutern natürlich. Aber vor allem gehört es in den Bereich der Bilanzanalyse, die man eigentlich korrekt nennen muss, Jahresabschlussanalyse, denn der Jahresabschluss besteht ja aus Bilanz, aber auch noch aus der Gewinn- und Verlustrechnung, gegebenenfalls Anhang, Lagebericht und noch verschiedene andere Dinge. Da sind wir also, sagen wir kurz, in der Bilanzanalyse und es geht im Prinzip um Kennzahlen hier. Aber zunächst müssen wir mal klären, was ist denn vertikal? Was ist denn gemeint, wenn man fragt nach vertikalen Finanzierungsgraden? Nun, vertikal ist das Gegenteil von horizontal. Das heißt, man ist nur auf einer Seite der Bilanz und schaut von oben nach unten. Vertikal heißt von oben nach unten. Und zwar auf welcher Seite der Bilanz ist man? Das hier Finanzierungsgrade heißt, muss man auf der Passivseite sein. Denn auf der Passivseite der Bilanz steht, wie das Unternehmen finanziert ist und auf der Aktivseite, was es mit dem Geld gemacht hat. Also von oben nach unten und zwar auf der Passivseite der Bilanz. Nur dort braucht man zu schauen, ja, wenn nach vertikalen Kennzahlen gefragt ist, ist man immer nur auf einer Seite der Bilanz und schaut von oben nach unten. Und hier ist man eindeutig auf der Passivseite, muss auf der Aktivseite also gar nicht gucken. So, und nun kommen Sie die vertikalen Finanzierungsgrade. Diese vertikalen Finanzierungsgrade sind Quoten. Man bildet also auf der Passivseite Quoten, denn was steht auf der Passivseite? Auf der Passivseite, halten wir das auch nochmal fest, was steht auf der Passivseite? Auf der Passivseite steht erstmal das Eigenkapital, ich kürze ab, EK, das FK, das ist das Fremdkapital, und unter dem Strich dann entsprechend das GK, das Gesamtkapital. Das ist das, was man auf der Passivseite findet. Ja, jetzt ist das vielleicht mit ein bisschen anderen Ausdrücken belegt. Na, Eigenkapital, da steht da zum Beispiel gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklage, Gewinnrücklage, ist alles Teil des Eigenkapitals. Zum Fremdkapital gehören dann die Rückstellungen und die langfristigen und kurzfristigen Verbindlichkeiten. Und Gesamtkapital ist nichts weiter, als wenn man Eigenkapital und Fremdkapital addiert. Gesamtkapital steht quasi unterm Strich und entspricht der Zahl, die auf der Aktivseite steht. So, wenn wir das jetzt wissen, beziehungsweise uns nochmal klar gemacht haben, dann können wir jetzt Quoten bilden. Ja, also vertikale Finanzierungsgrade, im Prinzip gibt es drei. Drei vertikale Finanzierungsgrade, die man ganz einfach bildet, indem man jetzt das quotale Verhältnis ausrechnet. Man bildet also Brüche. Ne? Ganz einfach. Also das erste ist die EK, die Eigenkapitalquote. Dann kann man bilden die Fremdkapitalquote. Quote ist der Anteil von etwas am großen Ganzen. Ne? Das ist eine Quote. Und man kann noch bilden den Verschuldungsgrad, den man in dem Fall statischen Verschuldungsgrad nennt, also statischer Verschuldungsgrad. So, wenn wir uns das klar gemacht haben, dann können wir im Prinzip diese drei vertikalen Finanzierungsgrade bilden. Ja? EK durch GK, Eigenkapital durch Gesamtkapital, Fremdkapitalquote, muss man nur den Zähler austauschen, FK durch, ist immer dann der Bruchstrich, durch GK. Und der statische Verschuldungsgrad ist FK durch EK. Und das Ganze multipliziert man dann noch mal 100, wobei dieses mal 100 im Grunde auf der Höhe des Bruchstrichs dann stehen soll und mathematisch auch gar nicht so super korrekt ist.
aber man will ausdrücken, dass man dann einen Prozentwert bekommt. Na, also wenn man zum Beispiel ein Gesamtkapital von 100 hat und ein Eigenkapital von 30, dann beträgt die Eigenkapitalquote 30%. 30 durch 100 mal 100, ne, soll ausdrücken, dass Prozentwert da rauskommt, wäre also 30%. Entsprechend wäre die Fremdkapitalquote logischerweise 70%. Also wenn man das eine hat, kann man das andere ganz leicht auch indirekt errechnen, denn es muss sich immer zu 100% aufaddieren. Also umgekehrt, wenn ich die Fremdkapitalquote habe von 40%, dann weiß ich, die Eigenkapitalquote ist 60%. Das sind die vertikalen Finanzierungsgrade. Alles Gute, Marius Ebert.